anfangen. Ich habe hier meinen zweiten Vortrag. Stellt euch mal die Situation vor, man fängt irgendwie ein neues Projekt an, man unterhält sich irgendwie mit seinem Kunden, was der Kunde so haben möchte, was er sich so vorstellt, was für Informationen alles abgelegt werden sollen, vielleicht in irgendeiner Datenbank. Man unterhält sich, man spricht miteinander. Auch wenn man die gleiche Sprache spricht, auch wenn beide Deutsch sprechen, heißt das noch lange nicht, dass man wirklich die gleiche Sprache spricht, weil vielleicht unterschiedliche oder Begriffe unterschiedlich belegt sind. Ich mache einfach mal weiter. So viel Text steht da eh nicht drauf. Also selbst wenn man sich stundenlang unterhält, kann das doch in sehr unterschiedliche Richtungen laufen. Und es besteht dann die Gefahr, dass man nichts sieht. Gut, also dass dann die zwei Leute irgendwie was komplett Unterschiedliches verstehen, wie vielleicht eine Datenbank aufgebaut sein sollte, was gespeichert wird, zum Beispiel, dass eine Person direkt am Projekt hängt oder eben nicht. Das ist immer so die Gefahr, und wenn man sich nicht über alles sehr genau austauscht. Also ich sehe es perfekt hier. Im Prinzip können alle herkommen und auf meinen Laptop hier vorne gucken. Soll ich es umdrehen? Also das ist so die große Gefahr dabei. Ich sage immer, oder es ist ein bekanntes Sprichwort, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Das heißt, wenn man sich über irgendwas unterhält, hilft es immer, wenn man irgendwie was Bildliches hat, was man zeigen kann, über das man sich einfach unterhalten kann. Was ich dafür ganz gerne nehme, ist, also wenn es um Datenbanken geht, ist MySQL Workbench. Ich weiß nicht, wer kennt das hier? Oh, sind doch sehr viele. Also ich nutze das wirklich sehr, sehr gerne, auch wenn ich nicht immer MySQL einsetze. Ja, ich mache einfach weiter, nicht davon stören lassen. Hin und wieder taucht die Folie auf. Dann ganz schnell aufnehmen, was draufsteht, und den Rest werde ich einfach erzählen. Wenn so viele die Workbench schon kennen, für diejenigen, die es nicht kennen, es ist einfach ein ganz nettes Tool, mit dem man ER-Diagramme malen kann für Datenbanken, hauptsächlich oder gedacht eigentlich für MySQL. Aber ich nutze ja nicht nur MySQL, ich nutze es trotzdem eigentlich immer in jedem Projekt. Man kann wunderbar schöne Exporte damit generieren, das heißt SVG, PDF, PNG, und die kann man dann einfach dem Kunden auch vorlegen und sich darüber unterhalten. Man kann sich damit auch mit MySQL-Datenbanken verbinden, kann da Skripte ausführen, kann Reverse- und Forward-Engineering machen. Man kann, wenn man Python nutzt, kann man das auch skripten, kann da verschiedenste Sachen machen und viel, viel, viel mehr. So sieht es dann beispielsweise aus. Einfach mal Datenbank mit drei Tabellen, irgendwie Projekt, Personen, und dass diesem Projekt auch Personen zugeordnet sind. Und ich nutze diese Bilder ganz gerne, um eben mit meinen Kunden darüber zu sprechen, damit man einer Meinung ist, welche Tabellen es gibt, welche Informationen in den einzelnen Tabellen gespeichert werden, weil man dann sehr, sehr schnell rausfindet, ob man die gleichen Dinge meint, wenn man über irgendwas spricht. Weil das Datenbankschema ist ja nicht immer so einfach, dass nur drei Tabellen da sind, sondern es kann etwas mehr Tabellen enthalten. Und das Schöne bei Workbench ist auch, dass man das Ganze farblich markieren kann, so dass man auch Bereiche hervorheben kann, die irgendwie zusammengehören. Also dass bestimmte Tabellen vielleicht mit dem User Management zusammenhängen, bestimmte Tabellen, die mit Projekten zusammenhängen, die sind wieder andersfarbig markiert und so weiter. Wem das zu viel ist, kann man ja dann auch Sachen einfach ausblenden, so dass man sich vielleicht nicht nur anguckt, was für Daten sind in den Tabellen drin, sondern wie hängen diese Tabellen an sich zusammen. Das kann man beliebig auf- und zuklappen und so weiter. Das ist ein sehr netter Effekt. Mit solchen Bildern kommt man irgendwann mit den Kunden zu einer gemeinsamen Meinung, was für Daten in der Datenbank abgelegt werden sollen. Und dann kann man auch in Ruhe weiterarbeiten. Der Vorteil, wenn man mit diesen oder wenn beide Seiten auch das Workbench nutzen, ist, man kann sich diese Dateien auch einfach hin und her schieben. Der Gegenpart muss nicht unbedingt irgendwie Zugriff auf die Datenbank haben, um sich
was im Schema anzugucken, sondern der guckt sich das in Workbench an, kann seine Änderungen dort eintragen, schickt die Datei zurück und man kann diese Änderungen einfach übernehmen. Soll mir dieses Blinken irgendwas sagen? Okay. Ja, ich nutze das Tool eben ganz gerne, um mich mit den Kunden abzustimmen, wie wir dann weiter verfahren, weil es ist nichts, oder es gibt nichts Blöderes, wenn man im Projekt schon bei 80% angekommen ist. Der Kunde wirft dann mal einen Blick auf die Datenbank und sagt dann, ja, so habe ich mir das aber nicht vorgestellt, weil dann fängt man wieder an, alles umzustricken, Tests umzuschreiben, Oberflächen neu zu gestalten und. Ja, deswegen sollte man das frühzeitig machen. Ich nutze auch die Workbench, um mich nicht ständig zu wiederholen. Das heißt, alles, was irgendwie mit der Datenbank zu tun hat, mache ich eigentlich mit der MySQL Workbench. Und mit der Datenbank an sich mache ich relativ wenig. Im Titel von dem Vortrag steht ja auch irgendwie als Quelle für Perl-Code. Und das will ich einfach mal zeigen, was ich da mache. Wenn man dieses Workbench-Datei oder wenn man dieses ER-Diagramm, was man da erstellt hat, mit Workbench abspeichert, dann bekommt man da eine MWB-Datei. Wenn man sich das anguckt, ist das einfach nur eine ZIP-Datei, in der verschiedene Dateien drin steckt und die wichtigste Datei ist eben diese Document-MWB.xml. Da stecken alle Informationen drin, alle Tabellen, alle Spalten, alle Verbindungen unter den Tabellen und so weiter. Dafür habe ich einen Parser geschrieben, MySQL Workbench Parser. Der nimmt einfach diese XML-Datei auseinander, erstellt Objekte für alle Spalten, für alle Tabellen und so weiter. Also da kommt man an alle Informationen ran, die in diesem EER-Diagramm gespeichert sind. Wenn man das hat, kann man damit dann in verschiedenste Richtungen arbeiten. Meine Hauptrichtung ist DBIX Class. Dafür nutze ich dann das Modul MySQL Workbench DBIC. Das erstellt mir dann eben alle DBIX Class Klassen, die notwendig sind. Das ist ein kleines Programm, das man bei mir in allen möglichen Projekten findet. Sagt man einfach nur MySQL Workbench DBIC New, gibt an den Pfad zu dem Workbench-Datei, wo sollen die DBIX Class Klassen hingespeichert werden und sagt einfach nur noch Create Schema. Und wenn man das macht und man hat diese Datenbank im Hinterkopf, dann werden diese Dateien einfach erstellt. Also es wird diese Schema-PM erstellt und für jede Tabelle wird dann entsprechend eine Klasse erstellt, die dann folgendermaßen aussieht, ist relativ kurz. Da ist alles drin, was die DBIX-Klasse braucht, um welche Tabelle geht es, welche Spalten sind da drin enthalten, der Primary Key und auch alle Verknüpfungen zwischen den Tabellen. Das wird alles aus dem generiert, was in der MySQL Workbench-Datei drin steht. Ich nutze es dann aber auch, um aus DBIX Class heraus die Datenbank zu erstellen, die Tabellen zu erstellen. Das heißt, das möchte ich auch nicht manuell machen, sondern da nutze ich eben auch diese Workbench-Datei als Ursprungsquelle, um dann meine Datenbank zu erstellen und auch Änderungen dann da drin durchzuführen. Deswegen muss ich die ganzen Spaltendetails noch mit angeben, muss ich einfach in meinem Skript sagen, es soll mir die Spaltendetails hinzufügen. Und wenn ich das generiere, man sieht auch, er zählt auch die Version hoch, was dann später noch eine Rolle spielt, erstellt wieder diese Dateien, wenn man die sich dann anguckt, sieht man, dass zu den Spalten eben die ganzen Details drinstehen, was für ein Datentyp, ob es numeric ist, ob es nullable ist und so weiter. Weil wenn ich das mache, was ich auch noch machen kann in dem was ich in dem MySQL Workbench Parser und in dem DBIC drin habe, nutze ich einfach die Kommentar Funktionen, die man in dem Workbench hat, dass man zu jeder Tabelle auch Kommentare einfügen kann. Wenn man dort JSON reinschreibt, kann man da noch zusätzliche Informationen rein einfügen, zum Beispiel, dass irgendwelche Inflate-Column-Module für DBIX-Class verwendet werden sollen und irgendwelche Spalteninformationen.
Wenn man das hat und hat eine Spalte created, das Neue erzeugt, dann wird eben entsprechendes auch in den DBAX-Klassen vermerkt, dass zusätzliche Komponenten geladen werden sollen. Und die zusätzlichen Informationen wie hier in dieses Inflate Time Piece, dass diese Informationen auch direkt an der Spalte gespeichert werden. Das heißt, ich muss mich da eigentlich um nichts in diesem Perl-Code kümmern. Man kann eigenen Code auch in diesen Klassen reinschreiben. Wenn man das an der bestimmten Stelle, die auch markiert ist, einträgt, dann bleibt es auch bei der Generierung von neuen Versionen erhalten, und wird nicht irgendwie überschrieben. Aber so brauche ich grundsätzlich erstmal nichts an dem Perl-Code, der mir da generiert wird, anzufassen, sondern ich habe alle Informationen in der Workbench-Datei, die man rumgeben kann. Ja. Um dann aus diesen DBAX-Class-Klassen dann die Datenbank zu erstellen, nutze ich DBAX-Class Deployment Handler. Das übernimmt auch die ganze Arbeit, wenn sich am Schema irgendwas ändert, dass dann Spalten umbenannt werden, neue Spalten hinzugefügt werden, Tabellen hinzugefügt werden und so weiter. Da habe ich jetzt kein Codebeispiel, aber da gibt es genügend auf Cpan, wo man sich das angucken kann, dass man eben ein Upgrade, ein Datenbank-Init und sowas machen kann mit diesem Deployment-Händler. Aber meine Quelle ist einfach diese Workbench-Datei. Und ich möchte nicht nur die DBAX-Class-Klassen generieren, sondern ich möchte vielleicht auch ja, Typen generieren, sodass ich schon in einem Model einfach sagen kann, welches Attribut ist von welchem Datentyp und dass mir dann Fehler schon frühzeitig auf die Füße fallen. Da bin ich aber gerade noch dran. Es soll dann so aussehen, dass ich da einfach sagen kann, hier ist diese Workbench-Datei. TypeTiny-Library soll mir dann irgendwo hingeschrieben werden und es soll einfach laufen und es generiert mir dann eben eine TypeTiny-Library, die dann verschiedenste Datentypen, die ich in der Datenbank verwende, auch tatsächlich so zur Verfügung stellt. Also wenn ich irgendwo eine Spalte habe mit varchar 45, dass mir dann entsprechend dieser Datentyp erstellt wird. Also es gibt schon Types SQL, da sind aber nicht allzu viele Datentypen drin. Also das sind die einfachen wie Int. Das Varchar ist damit drin, aber da sind viele Datetime-Typen noch gar nicht drin. Und das will ich dann alles generieren, sodass ich das dann vielleicht in anderen Perl-Clustern einfach nutzen kann, sodass ich frühzeitig auf Fehler aufmerksam gemacht werden, wenn ich über lange Strings oder falsche numerische Datentypen einfach übergebe, dass ich da frühzeitig darauf hingewiesen werde. Wie gesagt, das Ganze ist noch Alpha, da bin ich noch am entwickeln. Das ist aber das Ziel, wo es hingehen soll. Man kann sich natürlich auch noch viel mehr vorstellen, was man aus diesen Workbench-Dateien generieren lassen kann. Also alles, was Informationen, die in der Datenbank gespeichert sind, oder Schema-Informationen, die man sondern an sonstigen Stellen im Perl-Code gebrauchen könnte, die kann man eben daraus generieren. Natürlich hat man auch ein paar Schwierigkeiten, wenn man mit diesen Workbench-Dateien arbeitet. Gerade wenn man irgendwie mit mehreren Entwicklern dran arbeitet, Branches aufmacht. Dadurch, dass es ja eine ZIP-Datei ist, sind es Binärdateien, und damit ist ein Merge ziemlich schwierig. Es gibt auch im Workbench selbst nicht irgendwie ein Tool oder eine Möglichkeit, womit man zwei unterschiedliche Versionen einfach zusammenführen kann. Da bin ich noch am Überlegen, wie man es am geschicktesten macht, ob man da vielleicht einfach nur die XML-Datei jedes Mal aus dem ZIP rausholt und die eincheckt, weil dann XML kann man ja diffen und mergen und so weiter machen. Da bin ich noch am Überlegen, wie man das vielleicht auch einfach mit einem Perl-Skript zusammenführen kann, das XML ist und man da vielleicht einfach die Knoten in die eine Version mit übernehmen kann, aus der neueren Version. Ja, da bin ich noch am Überlegen. Vielleicht habt ihr da ja Ideen oder vielleicht wisst ihr auch, ob es da schon Tools gibt, um solche unterschiedlichen Versionen von solchen Workbench-Dateien zusammenzuführen. Das ist noch ein echt großer Punkt, wo ich dran arbeite. Ansonsten in diesem Workbench kann man ja auch Custom Data Types definieren, wo man dann sagen kann, ich habe einen eigenen Namen und das soll eigentlich ein Varchar 255 sein oder ich will als Datentyp da JSON oder sonst was stehen haben, dann kann ich einfach definieren, was tatsächlich hinten dran steht.
Das ist auch noch nicht vollständig supported und natürlich jede Menge Kleinigkeiten, die da gemacht werden sollen. Ich weiß, dass es absolut noch nicht perfekt ist, aber für mich ist es eine ganz große Hilfe, weil ich in der Regel gar nichts mit der Datenbank zu tun habe, sondern über das Workbench kann ich dem Kunden sagen, so soll es aussehen. Ich drücke auf den Knopf und mir wird das, die DBIX-Klassen erzeugt. Ich, auf Knopfdruck wird eine Testdatenbank erstellt und so weiter. Damit kann ich ganz gut leben und erspart mir sehr viel Zeit. Für mich ist eben die Workbench eine Quelle für Perl-Code, lasse ich mir einfach generieren und damit lebe ich ganz gut. Irgendwelche Fragen dazu? Ja. Die MTL-Relationen werden ja mit dem Schema nicht generiert. Gibt es da was? Stimmt, das ist auch noch ein To-Do von mir, die M2N-Beziehung zu erkennen, welche zwei Tabellen werden da mit verknüpft, dass das auch ordentlich in DBIX-Class dann in den Klassen drinsteht. Ja, das, ich mache schon nur noch per Hand, aber ja, das ist mir auch schon zwei, dreimal auf die Nase gefallen, das ist ein To-Do, ja. Also dieses, bevor es diesen MySQL Workbench gab, gab es ein Open Source, war kein Open Source Tool, aber gab es ein freies Tool, das hieß DB Designer von FabForce und das war der Vorgänger davon. Und dieses XML da drin hat sich nicht wirklich geändert und das Workbench gibt es jetzt wie viele Jahre? Puh, keine Ahnung, es sind schon einige. Also ich arbeite mit dem DB Designer, respektive jetzt Workbench, arbeite ich seit 8 Jahren, 7, 8 Jahren sowas. Und das ist recht stabil. So als Idee, man kann, glaube ich, auch Daten verlegen. Bei den Designs könnte man als Textstoff benutzen für Unit-Tests. Klingt gut, ja. Erinnere mich nachher nochmal dran, dass ich es mir aufschreibe. Sonst noch Fragen? Wünsche? Anregung? Du meinst dann im DBIX-Class-Code? Ich glaube ja, sollte drin sein, ja. Gut, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit.